Hallo Leute, zu einem Bonuspart von Let's Play Dark Souls. Ja, ich habe das Spiel zum zweiten Mal durchgespielt. Und oder eine Stunde durch eine Menge Seelen sammeln und so. Ist auch egal. Jedenfalls habe ich, wenn jetzt der Spielstand nicht irgendwas noch verändert, vor ein paar Sekunden unseren Herrschergewinn erschlagen. Und es war irgendwie relativ einfach. Soweit ich nun also weiß, gibt es zwei Enden. Und das erste Ende habe ich schon gezeigt, man entzündet die Flamme. Das zweite Ende wäre wohl, man geht. Man hat keinen Bock darauf. Man macht die ganze Show einfach nicht mit. Ein interessantes Ende. Man wird also der Obermacker von allem und dann dementsprechend der finstere Fürst. Auch nicht schlecht. Also beide Ende haben was. Ich meine, so komplett mit Feuer umgeben zu werden, cool. Der dunkle Fürst werden, eigentlich auch ziemlich cool. Und das brauchen wir jetzt nicht mehr. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich hier in diesem Spiel erledigen müsste, wenn ich für mich persönlich Platin holen wollen würde. Das wäre alle Waffen, alle Zauberer, ne, alle Wunder und alle Pyromantien. Das wäre alles, was ich hier bräuchte, so. Ich werde euch aber jetzt erstmal etwas zeigen, nämlich das ist meine Ausrüstung, die ich verwendet habe für den zweiten Spieldurchlauf. Ja, sogar eine Pyromantieflamme ist in meinem Besitz. Ich habe 120, was meine Belastung angeht. Das ist eigentlich das Wichtige gewesen, denn ich wollte Havids Ring nicht mehr nutzen. Ich habe nämlich erkannt, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Ja, ein Großteil von euch hat gesagt, ja, Kommi, hör mal, wenn du dich richtig rollen könntest, dann wäre das Ausweichen auch kein Problem. Und ihr, so, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, ich mache das so, wie ich das will. Beim ersten Mal hat es funktioniert. Beim zweiten Mal habe ich dann gedacht, so ein bisschen mehr Ausweichen wäre eigentlich schon ganz schön gut. Ja. Und da ich mich ja mit sehr schweren Sachen umgebe, wie zum Beispiel habe ich Smooth, Stulpen und Gamaschen, die wohl von den Werten her besten Rüstungsgegenstände, oder eine der besten, hat damit funktioniert, hat aber auch ein ziemliches Gewicht, von daher war das ganz praktisch. Ich zeige euch nun noch ein paar der speziellen Waffen, die man aus Bosssehnen herstellen kann. Wir haben zum Beispiel, da, wo haben wir es? Das Schwert des großen Fürsten. Dieses Schwert entsteht aus der Seele des Aschefürsten Gwyn. Bei einem plus 10 Schwert jeder Wahl. Ist eigentlich egal, welches man dafür nimmt. Großschwert des Arturias kennt man noch. Die Klinge von Sif. Dazu gibt es dann aber auch noch, wo ist es denn? Der Finstertöter. Der Finstertöter entsteht aus einem zerbrochenen Schwert. Dass die mal Sinn haben würden, hätte ich nie gedacht, aber ist eben so. Schwert des Mondlichts habe ich diesmal auch bekommen, das Schwert von Seth. Ganz ehrlich, ich bin noch zweimal verreckt bei dem Boss, nur weil ich versucht habe, diesen blöden Schwanz abzuschneiden. God damn it, ey. Kennen wir schon, bla bla bla. Quelags Furienschwert. Ja, das war, glaube ich, irgendein Krummschwert, also ein Falchion zum Beispiel. Zusammen mit Quelags Seele. Wer hätte es gedacht? Schwert des Grabfürsten habe ich aus dem Eid gefunden. Ich möchte jetzt nicht nochmal extra dafür hinrennen. Ich sage einfach mal, vor dem Dämonen-Titaniten in den Katakomben, da wo die ganzen Särge sind, also dem Art-Mausoleum, kann man sich hinlegen, bevor man den Grabfürsten tötet. Da kriegt man dann eben dieses Schwert.
geschenkt, wenn man den Eid schließt. Chaosklinge, irgendein Katana plus Quillack-Seele. Mondlicht-Schmetterlingshorn. Das war dann, meine ich, eigentlich ein Speer mit dem Mondlicht-Schmetterlingsseele. Ich habe auch hier solche Sachen angefertigt für die Waffentrophäen. Dafür fehlen mir aber jetzt wieder ein paar Schollen, deswegen. Dämonen-Großaxt war ein Drop von den Minotaurus-Bossen. Die Schwarze Ritter-Großaxt habe ich auch neulich bekommen. Um genau zu sein, kurz bevor ich den Boss besiegt habe, den allerletzten. Großaxt des Drachenkönigs. Die Waffe von dem Klaffdrachen. Smooth Hammer. Hätt's gedacht, mit einer Keule zum Beispiel, plus 10 natürlich. Und dazu die Seele von Smoo. Dämonenhammer, das ist die Waffe, die ihr mir alle... Meine ich doch, dass es die Waffe ist. Ihr habt alle gesagt, ja, hättest du diesen ersten Boss mal direkt besiegt, dann hättest du den Dämonenhammer bekommen und der ist voll awesome und so. Da ist er. Den habe ich eben auch dann noch bekommen. Drachentöter-Speer, irgendein Speer, plus 10, plus die Seele von Ornstein. Fehlt noch viel hier, ich glaube nicht. Ja, ein paar hiervon, ein paar davon. Die Lebensjagd-Sense. Irgendeine Sense. Ich glaube, es gibt aber, glaube ich, nur eine. Ich meine irgendeine Sense oder Peitsche. Plus 10 ergibt die Lebensjagd-Sense. Dazu die Seele von dem Mischwesen Priscilla. Die Drachenknochenfaust, auch sehr schön. Irgendeine Faustwaffe, dazu kann ich nur sagen, geht's zum Schmied André. Der hat einen Cestus zu verkaufen, den plus 10, plus die Seele vom Eisengolem, ergibt den Drachen, die Drachenknochenfaust, so bleibt. Mein Finstermondbogen ergibt sich aus der Seele von Wendelin und einem Bogen plus 10. Die kennen wir hier alle, das sind die ganzen Beschleuniger, die ich gefunden habe, bla 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 bla. Hier gibt es auch noch ein Schild und es fehlt mir noch eine spezielle Waffe aus einer Boss-Seele. Das kann ich gleich sagen, das ist die Seele von Sif, die habe ich leider nicht. Der Kristallring-Schild. Irgendein 10 plus 10, irgendein 10 plus 10. Irgendein Schild plus 10 plus die Seele vom Mondlichtschmetterling ergibt diesen Schild. Und diesen Schild gibt es übrigens noch im Gemälde von Priscilla. So. Sonst dürfte das erstmal nichts gewesen sein. Wie gesagt, irgendein Schild plus 10 plus die Seele von Sif würde nochmal einen weiteren Schild ergeben. Den habe ich leider noch nicht, denn dafür muss man das Spiel nochmal dreimal durchspielen. Ich habe zumindest alle Magie-Sachen gefunden, also alle normalen Zauber. Weißer Drachenhauch, auch sehr schön. Ich kann also nur sagen, mittlerweile, nachdem ich das Spiel jetzt auch mehr oder minder oft genug durchgespielt habe, um alles zu finden, schreibt mir eine PN, stellt mir eine Frage in diesem Video. Ich kann euch mittlerweile auch so ziemlich alles sagen, was es zu dem Spiel zu sagen gibt. Ganz ehrlich, ich finde dieses Spiel, was das Finden und Erstellen der Trophäen angeht, deutlich leichter als Dark Souls. Andersrum, Demon's Souls. Gott verdammt nochmal. Damit verabschiede ich mich wirklich von euch, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir eine PN. Unter Umständen mache ich dann auch extra noch ein Video dafür. Ich werde jetzt ein paar Eide eingehen. Ein Eid wäre die Finstermondklinge. Das heißt, ich werde in diesem Spieldurchlauf Wendele nicht töten. Der andere verlangt von mir, dass ich niemals mit der Urschlange Frams rede. Dafür aber vorher die vier Könige umniete. Und dann im dunklen Abyss, beziehungsweise den dunklen Abgrund, oder den, hieß es der ewige Abgrund? Ne, ich glaube nur der Abgrund, ne? Der Abgrund mit einer anderen Schlange redet, diese im letzten Ending genannte Kate. Das wären die letzten zwei Eide, die ich in Videos nicht gezeigt habe. An der Katze bin ich übrigens vorbeigerannt für den Waldjäger-Eid. Und es gäbe noch einen hinter dem roten Drachen. Dafür braucht man aber einen Willen von 50, wenn man nicht wirklich gerne auf PvP geht. Und das habe ich leider nicht. Dort kann man dann aber, wenn man mehrere Medaillen, also diese Medaille hier, opfert, kann man die Seele von Gwyn auch noch in einen Zauber umändern. Schön ist es ja. Aber macht das erstmal. Damit habe ich alles erzählt, was ich noch weiß, was ich noch nicht gezeigt habe, großartig.
Ich verabschiede mich von euch, Leute. Es war ein schönes Spiel, schönes Projekt und ich würde sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.